Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Viele von euch haben es sich gewünscht, dass wir endlich mal Trading-Tipp-Videos raushauen. Heute ist es soweit, Freunde. Und es wird kein normales Trading-Tipp-Video werden, es wird ein Investment-Video. Ganz einfach, Freunde, das kann jeder von euch. Guckt es euch genau an bis zum Schluss. Wenn ihr solche Videos öfter sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall riesig freuen. Road zu 10k, ich würde sagen, wir starten ins Video. Let's go! I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it crew. I roll out in the morning light, whip that Harley bike. All black, I'm the party type, and it's on tonight. I just stepped in no weapons, but my outfit might take your soul. See my presence impressive, got strippers slipping off the poles. I just whip. So, Freunde, und wie gerade schon mal angekündigt, das wird kein normales Trading-Tipp-Video mit Sniping-Filter oder wo ihr irgendwas erbieten müsst. Pro Stunde macht ihr 100k Gewinn. Nein, das wird ein Investment-Video. Ihr seht gerade schon, bei Footbin ist David Silva 87er offen. Der gute Mann kostet derzeit um die 58.000 Münzen. Den hatten wir damals so um die 30k mitgenommen, haben dann den Fehler allerdings gemacht. Wir sind den zu zeitig wieder losgeworden und haben den für 47k wieder verkauft. Jetzt seht ihr natürlich, pro Spieler wären das 10k mehr gewesen. Wir haben den 20, 30 mal mitgenommen. Das ist ein Riesenprofit und ihr braucht bei dieser Trading-Methode nichts als Geduld. Ihr müsst nur Geduld mitbringen, das ist das Einzige. Er ist schon enorm angestiegen. Wir gucken uns mal zusammen den Graphen an von David Silva, wie sich der Ganze verhält. Ihr seht ja schon, wo er rauskam. Bei 29k, der war zwischenzeitlich mal bei 25.000 Münzen. Ein 87er Inform. Der wird so häufig gebraucht für SBCs. Für gute Spieler-SBCs, es kommen demnächst auch wieder die Icon-SBCs und es ist ein richtig gutes Investment damals gewesen. Ein weiteres Beispiel an der Stelle ist Luis Alberto, den hatten wir damals für 20-21k mitgenommen und jetzt guckt euch mal diesen Preis an. Ihr müsst nichts machen, außer zu warten, uns ein bisschen zu vertrauen. An der Stelle bleibt aber immer gesagt, bildet euch selber eure Meinung zum Trading-Tipp, kauft da nicht blind nach, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde sagen, wir gehen in die heutigen Investments rein. Let's go. So, Freunde, und den ersten Spieler, den ich euch heute vorstellen möchte, ist Andrea Consigli. Kostet derzeit ca. 17k auf dem Markt. Ich habe euch mal Footbin aufgemacht. Nehmt den euch mit, das ist ein 84er Inform. Der ist ganz, ganz gut zu gebrauchen für die kommenden Team of the Week SBCs. Wenn da Tradable SBCs wieder rauskommen, ganz, ganz wichtig. Auch fürs Freeze Event noch. Man braucht den immer bei SBCs, ein 84er Rating. Ich zeige euch auch gleich nochmal genau, warum das so ist. So, Freunde, nächster Spieler ist Danny Olmo. Einige haben es vielleicht schon in der Instagram-Story gesehen, den hatten wir da schon mal gepostet. Ist richtig, richtig gut zum Investieren, hat richtig viel Potenzial, gute Liga, gute Nation und ein 84er Rating, was auch immer ganz, ganz wichtig ist für SBCs, wo man einen garantierten Inform braucht. Deswegen, ich würde sagen, nehmt den euch so für 18k mit, wenn ihr den noch kriegen könnt. Wir haben den so für 16, 5, 17 mitgenommen, aber das lohnt sich auf jeden Fall noch. Der dritte Spieler im Bunde ist Carlos Soler. Warum Carlos Soler? Auch wieder gute Liga, gute Nation und vor allen Dingen 84er Rating wieder. Unsere VIPs, die in der Trading-Gruppe sind, haben den Trading-Tipp schon 2-3 Tage eher bekommen, konnten deshalb eher ein Schnäppchen machen, haben den so für 16,5 mitgenommen, was auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Preis ist. Die Preistendenz bei dem Spieler ist auch so bei 23.000, 24.000. Ihr müsst halt ein, zwei Wochen warten, dann wird sich das auf jeden Fall lohnen. So, dann kommen wir zum vierten und letzten Spieler, den ich euch heute vorstellen möchte zum Investieren. Und das ist der gute alte Toni Kroos. Ein deutscher Spieler aus der La Liga, 89er Rating, auch Inform. Ganz, ganz wichtig. Warum braucht man diese Karte? Unserer Meinung nach kommen demnächst jetzt wieder Icon-Spieler-SBCs. Und in jeder Icon-Spieler-SBC, die halbwegs gut ist und die häufig gemacht wird, braucht man einen Inform, der relativ hoch bewertet ist. Und das ist Toni Kroos mit seiner 89, kostet derzeit um die 70k. Wenn ihr den unter 70k mitnehmen könnt, macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. So, Freunde, jetzt kommen wir zum Thema, warum das Ganze. Ich habe euch ja schon gesagt, es werden demnächst höchstwahrscheinlich Team of the Week SBCs rauskommen. Dafür kann man die gut gebrauchen. Wenn man eine garantierte Tradable SBC bekommt, muss man immer einen Inform reinschmeißen. 83er, 84er Rating, je nachdem, was sich eh ausdenkt. Und an der Stelle seht ihr auch schon, ich habe es euch ja auch gemacht, Consigli derzeit der billigste 84er auf dem Markt. Genau wie Soler und Olmo sind da relativ billig. Für Soler und Olmo sind so meine Vergleichsspieler, die wir da ziehen, Andres Iniesta. Der ist so eigentlich bei 24k. Wir können mal drauf gehen auf den Kollegen, 23, 24k. Da werden die auf jeden Fall noch hingehen. Ihr macht da definitiv nichts falsch. Wie gesagt, an der Stelle nochmal gesagt,
bildet euch eure eigene Meinung zum Trading-Tipp. Kauft da nicht blind nach, wenn ihr auch der Meinung seid wie wir. Dann nimmt die Spieler gerne mit. So, Freunde, und jetzt die Sache mit Toni Kroos. Wie gesagt, ist ein bisschen risikobehafteter, aber wer das mitnehmen möchte und die gleiche Meinung hat wie wir, kann den natürlich gern mitnehmen. Toni Kroos, gerade mit 70k circa, einer der billigsten 89er-Informs, die es auf dem Markt gibt. Und ihr seht schon daneben, 88er Luis Suarez kostet genauso viel, hat nicht so eine gute Nation, die nicht so gut linkbar ist. Und Toni Kroos ist dazu noch ein Mittelfeldspieler, den kann man umformen, auch zum Stürmer, wenn es sein muss, zum ZOM, zum ZDM, je nachdem, wie man es braucht. Deswegen sind wir da der Ansicht, der kann auch noch seine 8 bis 10k steigen. So, Freunde, soll es auch schon wieder mit dem kleinen Trading-Tipp-Video gewesen sein. Wie gesagt, nehmt die Spieler gern mit, wenn ihr der gleichen Meinung seid wie wir. Lasst gerne ein Like und ein Abo auf das Video, da würde uns riesig freuen. Road to 10k, das wäre zu krass dieses Jahr. Somit würde ich sagen, Freunde, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, ich bin raus. Ciao.